Dass Noah ohne Defekt war, bezieht sich auf seine Blutlinie, aus der später der Messias hervorkommen sollte. Denn die Blutlinien der anderen Menschen hatten in der Tat einen Schaden davongetragen, nämlich als die Frauen der Menschen sich mit den Gottessöhnen eingelassen haben. 1. Buch Mose, Kapitel 6, ab Vers 2: Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Was wir herausfinden müssen, ist, wer diese Gottessöhne sind, wer diese Riesen sind und was es mit den Helden auf sich hat, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Die Gottessöhne, also die gefallenen Engel, haben ihren Wohnsitz im Himmel verlassen, haben Frauen geheiratet und zeugten mit ihnen Kinder, nämlich die Nephilim. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie zum Beispiel, was die gefallenen Engel, die von Henoch auch als Wächter bezeichnet werden, die Menschen so gelehrt haben. Nämlich, sie lehrten sie Zaubermittel, Beschwörungsformeln, Schlachtmesser, Waffen, Schilde und Brustpanzer verfertigen, die Metalle samt ihrer Verarbeitung, das Sternschauen und die Astrologie, das Schmieden von Waffen, Zauberei, die Beschwörungen von Dämonen, Astrologie und vieles mehr wurde dem Menschen von den gefallenen Engeln beigebracht. Der Mensch wurde im Kämpfen ausgebildet, im Okkultismus unterrichtet und brachte also Gewalt, Unzucht und Götzendienst in die Welt der Tage Noahs. So wie Luzifer eine Rebellion im Himmel anzettelte, so versuchte er es mit seinen Engeln auch auf Erden. In der sumerischen Mythologie lesen wir von einem En-Merkar, der um das Jahr 2750 vor Christus Herrscher von Uruk war, die er nach der großen Sintflut wieder aufgebaut haben soll. Außerdem soll er auch der Großvater des Königs Gilgamesch sein. Dazu gehörte auch das Königreich von Baschan. Baschan heißt nämlich übersetzt Land der Riesen. Und der Name Og bedeutet riesig. Die Riesen hausen stets auf Felsen und Bergen. Ihre ganze Natur hängt mit dem Steinreich zusammen. Diese Megalithenstruktur stand bereits um das Jahr 3000 vor Christus und Druiden- und New Age-Anhänger feiern dort immer noch ihre Rituale. Eine der bekanntesten Halbmensch-Halbtiergestalten der griechischen Mythologie ist wahrscheinlich der Minotaurus. Es wurde eine 2500 Jahre alte Münze gefunden, auf dem dieses Wesen wiederzufinden ist. Wenn ich falle, werde ich mir selbst einen Namen machen. Gefallen ist Gilgamesch, werden sie sagen, im Kampf mit dem schrecklichen Huwawa, auf denen entweder Flügel abgebildet sind oder auch Menschen, die Flügel haben und Wesen, die halb Tier, halb Mensch sind. Dasselbe Phänomen haben wir auch in Ägypten, wo die Flügel ebenfalls ein weit verbreitetes Symbol waren. Isis zum Beispiel wird in Ägypten sehr oft mit Flügeln gezeigt, ebenso werden diese Flügel auch oft mit einer Sonnenscheibe und zwei Schlangen dargestellt. Wenn wir heute Menschen mit Flügeln auf einem Bild sehen würden, würden wir sie wahrscheinlich als Engel bezeichnen. In Daniel 2, Vers 43 heißt es über die Endzeit: Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden.
a dog. Punch me where it hurts. You'll only hurt yourself. Sooner, widening the scar, deepening the wound. Fast rings ahead, an angry lesson looms. Sumerian. Schöpfer machte uns am zweiten Tag, den Tag, an dem er den Himmel schuf. Wir wachten über Adam und Eva. Wir sahen ihre Schwäche und ihre Liebe. Dann sahen wir ihren Sündenfall und wir hatten Mitleid. Damals waren wir nicht aus Stein, sondern aus Licht. Wir waren nicht dazu bestimmt einzugreifen. Dennoch entschlossen wir uns, der Menschheit zu helfen. Und als wir dem Schöpfer nicht gehorchten, bestrafte er uns. Wir wurden von eurer Welt überkostet. Fels und Schlamm umschlossen unseren feurigen Glanz. Und doch lehrten wir die Menschheit alles, was wir über die Schöpfung wussten. Mit unserer Hilfe erhoben sich die Menschen aus dem Staub und wurden groß und mächtig. Im alten Ägypten wusste man, dass sich im Inneren des Gehirns ein Organ befindet, über das sich der Mensch mit der spirituellen Ebene des Bewusstseins verbinden kann. Aus diesem Grund befanden sich bestimmte Kraftsymbole auf dem Kopfschmuck der Pharaonen. Die aufgerichtete Kobra, wie man sie auf der Maske des Tutanchamun findet, ist ein Zeichen für Königtum und Licht, sowie ein Verweis auf die Ureus-Schlange, welche sich als drittes Auge auf der Stirn des Sonnengottes befand. Tahtacılarda birbirini tanımaları için bir gaz ayağı diye bir işaret vardır. Üç tane gaz ayağına benzer. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali olduğu söylenir. Ve Uygur Türklerinin başındaki börkünde havaya doğru uçan bir gaz vardır.
Ich heiße euch willkommen im Kreis der Krieger. Er wurde über Nacht zum Krieger gemacht, macht sich bereit, hat sich gedacht. Wir haben die längste Zeit, Zeit mit Warten verbracht, Zeit mit Worten verbracht, es uns bequem gemacht. Jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit. Der Schläfer erwacht und ist bereit und befreit vom Raum, lebt er in der Vision. Durchschreitet deinen Traum in geheimer Mission und er kämpft, um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass in ihnen viele kleine Kriege stecken. Und dennoch sagt er nicht, komm mit mir. Er fragt nach deinem Traum, fragt, warum bist du hier? Er hat die Macht der Magie, im Fluss der Zeit wird ihm klar. Er nimmt mit allen seinen Sinnen seine Zukunft wahr. Er weiter das jetzt durch sein Bewusstsein. Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt. Weiß, jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Doch geht sein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wacht er auf. Und weiß es, er wacht auf. Aus dem Traum, den das Kollektiv träumt, hat mit seinen alten Vorstellungen endlich aufgeräumt. Er setzt die Isolation, setzt an ihre Stelle die Vision, dass wir eins sind auf einer Welle. Denn das Leben ist ein Fluss, der fließen muss. Lass ihn fließen. Der Krieger sagt entschieden, es wird Zeit, dich zu entschließen, wer du bist, wohin du gehst, auf welcher Seite du stehst. Es wird Zeit, dass du verstehst, dass du am Rad der Zeit drehst. Wir führen einen Fight, die meisten tragen ihn im Stillen aus. Nur das Ergebnis quillt aus ihnen raus. Nur das Ergebnis quillt aus ihm heraus. Und er kann es sehen, als Krieger fühlt er, es ist existent. Jetzt, da er das Geheimnis kennt, spürt er im Rhythmus den Zauber der Monotonie und Energie wie noch nie. Er setzt die Theorie und ihm mit klar Harmonie bringt die Kraft. Sein Traum wird wahr, er hat es geschafft, jetzt wacht er auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht noch weiter, als der Zauber wirkt, er wacht auf. Er wacht auf, er wacht auf, er wacht auf, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Doch geht sein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wacht er auf und weiß es.